Auf die Plätze. Fertig. Los. Aufnahmeprüfung an der Deutschen Sporthochschule. An nur einem Tag werden die Bewerber in 20 unterschiedlichen Disziplinen getestet. Wer Sport studieren will, sollte in Form sein. Untrainierte Athleten fallen unangenehm auf. Beim Prüfungsmarathon mit vielen Hürden und strengen Dozenten. Mit dem Niveau sind wir unzufrieden, aber wir können es ja nicht ändern. Wenn Sie Hänschen klein auf der Blockflöte können, wollen Sie auch nicht Musik studieren. Es gibt nur noch sehr gute und es gibt sehr schlechte. Wenn wir ein klein wenig strenger wären, müssten wir 70% durchfallen lassen. Nee, bin ich nicht mit einverstanden. Wir können rechts und links nicht auseinanderhalten. Das ist wirklich vorbei. Und auch. Bitte nicht. Boah, hier ist ja alles viel schwerer, als man denkt. Der Eignungstest an der Sporthochschule gilt als einer der härtesten Europas. Über die Hälfte der Sportler versagen. Köln im Juli. Deutschlands akademische Sportlerelite in Spe erwacht. Viele Bewerber sind bereits am Vortag angereist, um ausgeruht in die Prüfung zu starten. Die Nacht war für einige der reinste Albtraum. Ich konnte gar nicht schlafen, es war andauernd laut. Irgendwer hat sich gedreht und irgendwer hat geschnarcht. Und nee, war nicht so toll. Der Rücken schmerzt etwas, also das Bodenturnen wird sicher ein Spaß. Ich sag immer noch, Herz, Blut, Wille, Stolz. Motto des Tages für alle. Ich hab Angst, hab richtig Angst. Aber ich hoffe jetzt mal, ich streng mich an. Das ist mein Ziel hier, bei der Eignungsprüfung zu bestehen und später hier zu studieren. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Deutsche Sporthochschule eben ganz klar so ein Aushängeschild ist in Deutschland. Und da hier natürlich ein guter Ruf vorauseilt. Bessere Bedingungen kann man nicht haben. Die Kölner Hochschule gilt als größte Sportuniversität der Welt. Über 2000 Bewerber haben sich allein für das Wintersemester gemeldet. So viele wie noch nie. Ich denke, wird ein knüppelhafter Tag. Es ist so, man ist so wackelig gerade, man ist sich gar nicht mehr sicher. Also gestern hat alles gut geklappt, aber im Moment ist Arsch auf Grundeis, würde ich sagen. Wir wollen in erster Linie die Leute haben, die eine Grundsportlichkeit besitzen, die auch das Sportstudium hier von den Belastungen, die auf sie zukommen wird, durchhalten. Etwas anderes brauchen wir auch, und zwar das ist dieser feste, eiserne Wille, hier Sport studieren zu wollen. Ich bin kein bisschen vorbereitet, kein bisschen. Ich bin eigentlich auf gut Glück hier. Ich weiß, es ist zwar dumm, aber ich versuch's jetzt einfach. Und wieso hast du nicht trainiert? Weil ich ein Idiot bin, ich weiß es nicht. Erst heute Nacht habe ich mir echt so einen Kopf drüber gemacht. Ich so, du bist so ein Spinner. Aber naja, ich versuch's jetzt einfach mal. Mal schauen. Wer weiß. Glaube ich zwar nicht, aber alle meinten, geh doch einfach hin. Aber du würdest schon gerne hier aufgenommen werden. Ja, das auf jeden Fall. Aber halt natürlich dann dumm von mir, nichts dafür zu tun. Ja, vor 5 Monaten dachte ich noch, komm Junge, jetzt hast du noch 500 Zeit, hau rein. Vor 2 Monaten dachte ich dasselbe, ja. Und jetzt ist es schon soweit, ne? Ja. Hilfe erhalten die Bewerber von Studenten der Uni. Sie tragen Orange und sollen die Prüflinge heute coachen. Ausländer treten in einer Extragruppe an. Fast 10% der Athleten stammen aus der Fremde. Timothy Ford. Alexander Andonov. Wei Gu. Tomohiro Nishimura. Wo ist er? Gut, so. Wir gehen jetzt zur Leichtathletikhalle. Das allererste, was ihr macht, wenn ihr reingekommen seid, umziehen, sofort anfangen mit Aufwärmen. Nur bei einer Übung dürfen sich die Sportler einen Fehler erlauben. Im Kugelstoßen verlangen die Regeln eine Weite von 7,60 Meter. Ein nicht unerhebliches Problem für So Bin Jung. Das runde Wurfgeschoss lag dem Koreaner schon beim Training wie Blei in den Händen.
Mit 7,25 Kilo hat Yildirim Özgür normalerweise leichtes Spiel. Doch noch nie hat der Bodybuilder dieses Gewicht in die Weite gewuchtet. So, ihr Kugelstoßer, bitte mal zusammenkommen. Beim Kugelstoßen sieht es folgendermaßen aus. Es sind drei Versuche, die Weite zu erreichen. Die rot gestrichelte Linie muss deutlich übertroffen werden. Es muss ein regelrechter Stoß sein, kein Wurf. Die Kugel muss im Sektor landen. Ja? Im Sektor. Ihr dürft nicht übertreten und nach dem Stoß den Ring, den Kugelstoßring, nach hinten verlassen. Sonst noch Fragen? Okay. Ja. Ich schaue mir das ganz einfach an bei den anderen. Ich muss mir abgucken, weil ich bin ja echt total unvorbereitet. Deswegen immer hinten anstellen. Bei den Kugelstoßen ist es weniger Kraft, sondern aus dem ganzen Körper raus die Beschleunigung in die Kugel reinzubringen. Das ist eine ziemliche Technikfrage. Jetzt musst du das nur mit den Schritten angucken, wie die das machen. Alles klar, ich versuch's mal. Schon der erste Stoß ist beiden Sportlern missglückt. Jetzt haben sie noch zwei Versuche. Zu schwach. Nee, es war geworfen. Ach so. Du musst den Ellbogen oben lassen für den Stoß und die Kugel am Hals lassen. Geworfen. Ach, geworfen. Scheiße. Noch nicht ganz, ne? Einfach so. Bist du nervenstark genug? Schauen wir mal. Ja, das ist schon ein bisschen jetzt natürlich, wie soll ich sagen, zieht einen natürlich jetzt ein bisschen runter, ne? Weil, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt beim Kugelstoßen nicht erwartet. Aber ich muss eigentlich, also mit Elbow ist es in Ordnung bei mir. Aber ich habe gerade beim zweiten Versuch habe ich so einen komischen Sprung gemacht. Und das sollte eigentlich gleichzeitig passieren. Aber ich habe erst bin ich erstmal gesprungen und dann habe ich gestochen. Deshalb hat das nicht so gut geklappt. Aber bei dem dritten wird schon was sein. Ja. Ich check das eh nicht. Stimmt, ich lass mal lieber behalten. Entschuldige. Ellbogen oben lassen, ne? Ja. Das ist ja. Und dann? Hast du jetzt gerade geworfen, oder? Ja, da meinte ich mir geworfen halt. Nicht gestoßen, das war ein Wurf. Also meinst du, dann machst du die Kugel. Die Kugel lässt du hier liegen. Ja. Direkt auf dem Schlüssel. Alles klar. Dann machst du den Ellbogen bis halt oben. Okay. Und hinter der Kugel lässt. Okay. Sobald du in diese Bewegung reinkommst, ist es geworfen. Aha. Das heißt, dein Ellbogen muss hinter der Kugel bleiben. Daniel, dass du wirklich diese Bewegung hast. So, diese Stoßbewegung. Alles klar. Okay, danke. Alles frei. Gecheckt? Ja, ich glaube schon. Ich hoffe es. Ellbogen hinten lassen. Zack. Okay. Ja, stell dich hin. Schön konzentrieren. Tief Luft holen. Ich hau jetzt einen raus. Ja. Tief Luft holen. Uah. Dem sportlichen Crashkurs folgt die dritte und damit entscheidende Runde. Scheiße. Yildirim Özinger. Das ist werfen. Ach nein. Fabian. Also ein Defizit kann man ja haben. Ja, das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Und tja, jetzt soll ich mir nichts mehr erlauben. Ne? Schon die erste Disziplin. Zweckoptimismus ist auch beim Schwimmen angebracht. Denn nicht jeder, der sich über Wasser hält, bewegt sich regelgerecht. In kaum einer anderen Sportart gehen so viele Bewerber baden. Immer wieder haben Studienanwärter ihre Extremitäten nicht im Griff oder versinken wie ein nasser Sack. Das muss sie noch mal machen. Sie ist an die Wasseroberfläche zurückgekommen, das ist kein Tauchen. Anja Eckhoff! Die 19-jährige Abiturientin kommt aus Norddeutschland und schwimmt nur, wenn sie muss. Geräteturnen ist ihre Leidenschaft. Christina Nöcker. Auch die Rheinländerin fühlt sich im Wasser fremd. Mit einer Freundin bereitete sie sich extra für den Eignungstest vor. Jan Erdmann. Der 22-jährige Hamburger spielt Fußball und gilt als guter Streckenläufer. Jetzt muss er zeigen, wie weit er unter der Oberfläche kommt. Tauchen ist die erste Prüfungsdisziplin beim Schwimmen. Bis zum Hütchen sind 20 Meter. Die meisten haben auch gar keine Probleme, so lange die Luft anzuhalten. Das Steuern der Tauchtiefe ist meist das Problem. Die müssen später das Rettungsschwimmabzeichen ablegen. Und wenn ihr das hier über die Distanz nicht könnt, dann ist es schwierig, das während des Studiums dann noch tatsächlich so hinzubekommen.
Das ist nicht ganz so ausgefeilt wie bei der Kandidatin vorher, aber es reicht auch aus. Wenn's bestanden ist, reicht, ne? Mehr muss ja nicht. Man ist schon aufgeregt, ne? Weil immer noch was passieren kann. Also es ist jetzt die erste Kategorie und es kann noch sehr viel passieren. Und man hat schon so seine Sachen, wo man denkt, ja, es kann klappen, es kann aber genauso gut schief gehen. Und eine Sache kann man sich halt noch irgendwie, kann man sich einen Fehler erlauben und dann ist es schon hart. Ne? Gut, machen wir mit den Bewegungsdemonstrationen weiter. Brustschwimmen in die Richtung, Wechselzugtechnik wieder zurück. Der zweite kann immer schon ins Wasser gehen, dann sind wir ein bisschen flotter. Christina, fängt bitte an. In Ordnung, Christina. Stopp. Und eine Wechselzugtechnik zurück. Christina, Brustschwimmen ist in Ordnung, Kraulschwimmen reicht mir noch nicht, die Arme müssen gestreckt sein und eine kontinuierliche vortriebsrelevante Aktion stattfinden. Sie machen dazwischen durch so eine Pause, die Koordination stimmt nicht ganz, das reicht mir noch nicht, tut mir leid. Anja Eckhoff, Anja. Ging um den Beinschlag, ne? Fußspitzen nach außen, Dorsalflexion im Sprunggelenk. Jetzt beim Brustschwimmen muss der Beinschlag regelgerecht sein und die Koordination Arme-Beine muss stimmen und ins Wasser ausatmen. Ich muss halt jetzt entscheiden, reicht das oder reicht das nicht? Und ich denke, das reicht. Anja, es war okay. Es war okay. Ein Defizit darf ich mir noch erlauben, aber das ist halt dann schon ein bisschen schon Druck hinter einem. So, ne? Mal sehen. Keine unbekannte Situation für Yildirim und Sobin. Die Sportsfreunde waren beim Kugelstoßen an der Weite gescheitert. Jetzt müssen sie sich in die Höhe katapultieren. Das sollte zu schaffen sein. 1,40 ist ein geschicktes sich fallen lassen, hat relativ wenig mit Hochsprung zu tun. So, Oetzinger Yildirim dann so jung. Autodidakt Yildirim hat sich die Feinheiten des Hochsprungs einfach abgeguckt. Bis jetzt noch vergeblich. Boah, hier ist ja alles viel schwerer, als man denkt. Naja. Fuck, ey. Auch für Sobin ist Hochsprung ein Ärgernis. Misst er doch kaum mehr, als die Latte hoch liegt. Er hat den Abstand nicht richtig gehabt. Der Abstand vom Absprung zur Latte, der hat nicht gestimmt. Dass es so eng wird, damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet, ne? Gleich am Anfang. Ja. Weil, also mit dem habe ich immer geschafft. Dass... Nein! Hier sind ganz viele, die in eine Prüfungssituation gehen und erkennbar die Sache seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Da fragen wir uns schon, was ist das für eine Vorbereitung auf eine Prüfung? Also bei dem zweiten Versuch gehe ich noch mehr ran. Dann wird das klappen. Ich kann ja sauber. So, Oetzinger Yildirim. Oh. Boah. Mann, jetzt ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Super, echt. Aber wenigstens etwas. Sobin patzte auch beim zweiten Versuch. Ja. Oh, es wird eng, ey. Scheiße. Ja, das ist er. So, dann sind sie dran. Wenn Sobin jetzt nicht hoch genug springt, fliegt er raus. Oh. Ich mach's gut. Kann ich. Okay. Weg. Ah, oh, kann ich irgendwie nochmal. Am Boden ist auch. Nein, nein, nein. Die Prüfung ist nicht da, dass Sie das hier erstmals üben. Üben müssten Sie vorher machen. Aber nein, drei Versuche sind drei Versuche. So, Marc Winkelhöfer, David. K.O. in Runde 2. Nach Kugelstoßen und Hochsprung scheint das koreanische Sportlerherz gebrochen. Sobin, wie groß ist die Enttäuschung? Hallo. Also, damit habe ich gar nicht gerechnet. Sobin muss nach Hause fahren. Für Yildirim geht der Höhenflug ungeübt weiter. Adios. Die haben trainiert, ich bin noch hier, die nicht. Scheiße. Ach, jetzt bin ich allein.
Ihr geht rein, zieht euch um und geht sofort an die Geräte. Keiner turnt mit Socken, sondern entweder barfuß oder mit adäquatem Schuhmaterial. Wer es ohne Ausrutscher in die Gymnastikhalle schafft, hat gute Chancen, den Eignungstest zu meistern. An den Geräten soll Marco Ehlscheid jetzt Haltung bewahren. Der 19-Jährige hat sich nach 6 Disziplinen noch keinen Fehltritt erlaubt. Nun aber muss er Dinge tun, die er lieber lassen würde. Prüferin Dr. Karin Martin weiß, wovor sich Männer fürchten. Bisher war ich noch in meinen Königsdisziplinen, also Schwimmen. Da bin ich eigentlich von ausgegangen, dass das ohne weiteres klappt. Das hat es auch. Nur jetzt beim Turnen gerade noch die letzten Anweisungen gekriegt, wie ich es vielleicht doch noch irgendwie schaffen könnte, das Defizit eben wegzumachen. Aber ob es klappt, ich denke, ich werde aber jetzt auch nicht mehr so viel trainieren. Naja, ist ich ganz kaputt und dann, naja, Daumen drücken. Eine Glanzleistung ist für Judith Ehlscheid beim Turnen Pflicht. Erst vor kurzem brach sie eine Ausbildung ab, um in Köln ihr Diplom zu machen. Die 21-Jährige lebt für den Sport. Ich habe jetzt schon vorher studiert, und also was anderes, um vom Sport wegzukommen. Aber es ist halt das, was einen prägt über Jahre. Man kommt nicht von weg. Und dann viele sagen, so Sport studieren ist so ziemlich brotlose Kunst. Aber ich denke, man muss dann auch einfach sich durchsetzen und das machen, was einem Spaß macht. Und deshalb habe ich jetzt einfach gesagt, ich breche mein anderes Studium ab und mache das jetzt, um dann wirklich das zu machen, was ich machen will. Weil es, man weiß nicht, es reizt immer. Ich erläutere Ihnen kurz, was wir von Ihnen erwarten. Sie haben 2 Versuche, den ersten und den letzten. Ich beginne am Reck. Hüftaufschwung, Hüftumschwung soll Schwung sein, nicht rumwürgen. Dann können Sie entscheiden, ob Sie aus dem Stütz den Unterschwung turnen oder ob Sie aus dem Stütz runterspringen. Und dann vom Boden ihr Unterschwung turnen. Wir wollen beim Unterschwung sehen, dass Sie deutlich den Körperschwerpunkt anheben und die Hüfte strecken bzw. überstrecken. Sicher landen. Männer, Klimmzug. Sie entscheiden, ob Sie Kamm- oder Ristgriff wählen. Sie starten den Klimmzug aus den gestreckten Armen. Ziehen oder beugen die Arme, bis das Kinn deutlich über der Reckstange ist. Das heißt, hier ist die Reckstange. Kopf recken und übermäßig langes Kinn zählen nicht, sondern wirklich drüber. Haben Sie Fragen? Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ich lese jetzt die Namen meiner Gruppe vor und Sie kommen dann mit mir mit. Lorczak Alexander, Fritsche Christoph, Emons Janosch, Fries Karl Felix, Erdmann Jan und Ella Leon. Die jetzt Verbliebenen sind die Gruppe von Frau Dr. Marti. Könnt ihr euch da hinten hinsetzen? Ich kann nicht so laut reden. Was macht ihr denn hier? Könnt ihr mal... Oh, ich glaube, ich kriege eine Krise. Könnt ihr euch da hinstellen, bitte? Sonst geht das hier nicht. Sonst... Freie Sicht für den ersten Kraftakt der Männer. Marco darf zeigen, was in ihm steckt. Marco, Klimmis. Klimmi. Ja. Und die Beine lang lassen. Arme lang und Beine. Komm. Zieh die Beine an. Zieh die Beine an. Arme lang. Arme lang. Marco, Marco, nachher noch mal. Ja? Und wird er das packen nachher? Manchmal packen sie es. Er wird die Zugkraft verkehrt ein. Nicht geübt. Die Kraft schwindet, man merkt es schon. Naja, einen habe ich ja noch. Marco, Reck, du kannst. Also hier ist hier einfach nur hochkommen, rumkommen, runterkommen oder rüberkommen. Getestet wird Schnellkraft und Kraftlastverhältnis.
Und wenn sie das nicht können, kommen sie in der Leichtathletik nicht weiter und im Schwimmen auch nicht. Die Ausführungen sehen alles ziemlich naturgebunden aus. Und die Männer machen das mit Kraft. Das ist eigentlich ungerecht. Aber sie kommt rum. Bei den Schwimmern geht es jetzt um Schnelligkeit. Im Freistil müssen Anja, Jan und Christina Tempo machen. Die Zeit ist ihnen vorgegeben. Um keine Hundertstelsekunde darf das Limit überschritten werden. Alles, was unter 1,40 ist, reicht. Ne? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. 1,20 vielleicht, so, mal gucken. Schauen wir mal, 1,30, ich weiß es nicht genau. Jan krault in Bermuda-Shorts. Die Hose kostet auf 100 Meter rund 2 Sekunden. Zeit, die Christina im Badeanzug nicht verloren geht. Genau wie Anja schwimmt sie Brust. Die Frauen müssen unter 2 Minuten bleiben. Wie viele Leute, die aus dem Schwimmen kommen, die lachen sich kaputt. Aber für viele von denen ist das ja schwer jetzt hier. 52. Nach rund 70 Metern beginnt der Schlussspurt. Anja und Jan haben beim Schwimmen bislang noch keinen Fehler gemacht. Mit einem Defizit ist lediglich Christina ins Rennen gestartet. Sie muss zeitig ins Ziel gelangen, sonst scheidet sie aus. Als Kraulschwimmer nähert sich Jan als erster dem Beckenrand. Bei dem 100-Meter-Sprint hat sich der Hamburger völlig verausgabt. Auch Christina schwimmt um ihr Weiterkommen bis zur Erschöpfung. 1,57,0. In Ordnung. Aber in Ordnung. War anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. 24. Paul, auf 7. So gesagt, zwischen 1,20 und 1,30. 1,24. Schließlich kommt auch die 19-jährige Anja in Reichweite. Ihrem Antrieb jedoch scheint die Schubkraft zu fehlen. 2,36,3, das reicht leider nicht. Maximilian Oldfinger! Früher hat nicht gereicht. Na, aber. Das heißt, es war's jetzt schon, ja? Nee. Ein Fehlversuch darf man. Aber ich glaube, ich schwimme nicht nochmal und lass das als Fehlversuch durchgehen und dann versuch den Rest zu schaffen. So, schnell duschen gehen? Wir müssen bei. Unterdessen disziplinierte Vorbereitung bei Yildirim. Der Deutsch-Türke muss beim 100-Meter-Sprint um seinen Studienplatz rennen. Ich teile euch jetzt in Läufe ein. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch merkt, in welchem Lauf ihr seid. Es ist dann egal, auf welcher Bahn ihr lauft. Im ersten Lauf, der Enging Bulu. Ja. Hetzinger Yildirim. Ja. Und Fabian Wolschendorf. Ja. Müsste ich drauf haben. Also hoffe ich mal. Aber ich freue mich nicht zu früh, ne? Ich sag lieber nichts voraus. Echt? Haben wir eben beim Kugelstoßen gesehen. Wie schnell bist du denn? Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich hab das letzte Mal, das ist auch Zeit gelaufen, war irgendwann in der 8. Klasse, glaube ich. Von Üben hielt Yildirim bislang wenig. Doch Easygoing ist von 0 auf 100 nicht angebracht. Das waren unter 13 Sekunden, oder? Müsste eigentlich geklappt haben. Das sind drei. Ja. War zwar Dritter, aber die Jungs reden gerade. Die haben, glaube ich, schwer trainiert und nicht ohne Training. Hat, glaube ich, ganz gut mitgehalten. Aber falls ich es nicht schaffe, in 6 Monaten werde ich in jeder Disziplin der Beste sein. Das verspreche ich. Auf jeden Fall.
Wir verstehen immer nicht, wieso hier die Hälfte durchfällt. Man muss das mal in der Relation sehen. Hier sind 20-Jährige, die Sport studieren wollen. Und wir fordern hier Dinge, die vergleichbar sind einem Sportabzeichen. Also wenn man das mal vor dem Hintergrund sieht, wenn Sie Hänschen klein auf der Blockflöte können, wollen Sie auch nicht Musik studieren. Burak Akgül, 13-8. Kisub Kim, 13-6. Fabio Fiore, 14-2. Die ich jetzt vorgelesen habe, die haben zwei Defizite und können leider nicht mehr weitermachen. 13-2, 13-4 ist die Grenze, also lag es noch drunter. Ja, weiter geht's, ne? Ja, gut getimt, ne? Ja. Naja, mal schauen, was jetzt kommt. Männliche Bewerber straucheln immer wieder beim Bodenturnen. Dr. Karin Martin hat ein neues Sorgenkit. Marco? Marco? Also das Leistungsniveau ist runtergegangen seit ungefähr, ja, jetzt sag ich mal 12 Jahren. Die sind einfach ungeübt, die können sich alle nie mehr strecken. Die meisten haben kein Körperbewusstsein mehr. Zu wenig geübt in der Kindheit. Naja. Naturgebunden. Er prägt sich nicht in der Bewegung. Die Männer turnen wie Teddybären. Wie man sich um die Geräte dreht, macht Judith vor. Schon seit der Kindheit turnt die 22-Jährige. Judith, machst du denn hier den? Frauenpower auch an den Ringen. Die Leistungsschwimmerin zeigt Haltekraft. Klimmzüge sind beim starken Geschlecht eine Frage der Ehre. 5-mal in Folge muss das Kinn übers Reck. Doch gerade wenn ein Modellathlet vorturnt, schwindet manchmal das Selbstvertrauen. Wegen fehlender Zugkraft war Marco bereits einmal hängen geblieben. Ich denke, bei Klimmzügen kann man wenig über Technik machen. Ich würde auch sagen, dass eher so die Kraft entscheidend. Also die Kraft und die Körperspannung. Ja, nicht mehr. Aber im zweiten Versuch ist es noch schwerer, ne? Ja, klar. Das ist ja schon einmal drin, ne? Ja. Naja, dann muss sonst alles klappen, wenn es nicht klappt. Und bei den Klimmzügen war da das Defizit einkalkuliert? Eigentlich nicht. Arme lang. Noch länger? Ja, länger. So. 1, 2. Dann muss ich ja 8 machen. 4. Noch einer. Marco, Klimmis. Zweiter Versuch. War natürlich, also hätte ein Wunder passieren müssen. Ne? Einmal hatten wir ja schon den Knochen. Naja, jetzt muss man hoffen und Daumen drücken. In der Gesellschaft werden die Bewegungsgrundformen wie Gehen, Laufen, Hüpfen, Galoppieren, Springen, Hängen, Balancieren nicht mehr richtig wahrgenommen. Die Kinder haben keine Bewegungsumwelt, das heißt, die können sich nicht üben. Und Bewegung, diese Bewegungsgrundformen tragen dazu bei, dass der Körper sich richtig entwickelt. Und in unserer Gesellschaft ist es so, dass Eltern zum Beispiel auf Haltung überhaupt nicht mehr achten. Das heißt auf Fußhaltung, wenn die Kinder dann die Füße so hängen lassen und die Griffsicherheit hier unten verlieren, können sie das im späteren Alter nicht mehr aufholen. Und dann verschiebt sich, wenn die Fußeinstellung verkehrt ist, die Achseneinstellung.
Und die sind dann so. Und dann verschiebt sich die Wirbelsäule. Und im Lauf wird, jetzt wachsen einige Kinder in die Breite und in die Höhe gleichzeitig. Und andere schießen in diesem Längenwachstum. Und dann kommt dieser Körper- und Bewegungsapparat nicht mehr mit. Und dann können sie ihre Muskelkräfte nicht mehr richtig einsetzen. Und dadurch verlieren sie ihre Zugfähigkeit. Deshalb können sie nicht mehr ziehen. Ne? Weil sie aufgrund dieser anderen Körperverhältnisse eine andere Körperwahrnehmung bekommen. Und das fällt den meisten Leuten dann schwer. Und wenn man dann die Studenten sieht, wenn sie hier ankommen und sich so bewegen, und man sieht sie von hinten, dann sieht man, ah, die sind ganz schief. Die federn in der Regel alle so. Ne? Und wenn sie das nur machen und das nie gelernt haben, dann kommen sie auch nie in der Leichtathletik zu dem Absprung. Und hier in der Turnerei nicht zu dem Absprung. Und dadurch sind diese Verletzungsanfälligkeiten enorm groß geworden. Die laufen an wie die Kamikaze-Flieger und springen voll gegen das Pferd. Im letzten Semester sind 2 unter dem Pferd runtergesprungen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und die haben keine Bewegungserfahrung. Und man sieht schon an der Anlaufgeschwindigkeit, dass sie auch nicht üben. Und die Studenten, viele. Es gibt, die Schere wird immer weiter. Es gibt nur noch sehr gute und es gibt sehr schlechte. Also die goldene Mitte, die gibt es einfach nicht mehr. Und das ist das Problem. Und deshalb sind die Verletzungsanfälligkeiten enorm geworden in den letzten Jahren. Mangelhafte Ausbildung. Aber Schuld daran haben die Eltern in den ersten beiden Lebensjahren.